lasst es euch gut gehen. Halt! Seid ihr Christopher Raven? Wer will das wissen? Tut nichts Unüberlegtes, Sir. Ich habe hier eine Vorladung für euch. Betrachtet uns einfach als eure persönliche Eskorte. Wohin soll ich eskortiert werden? Zu unserem Captain, Sir Philip Reginald III. Ich bin verhaftet? Nein, aber wir sollen euch zum Captain bringen, ganz egal, was ihr dazu meint. Sagen seine bewaffneten Wachen. Na schön, bringen wir es hinter uns. So, so, Christopher Raven. Ich habe eine Menge über euch gehört. Auch, dass ich es hasse, wenn man über meine Zeit verfügt. Ihr könnt doch sicher einen Augenblick für mich erübrigen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich euch in den Kerker werfen könnte. Ja, das könnte ich. Also, wenn ich nicht verhaftet bin, was mache ich dann hier? Ich versuche einzuschätzen, ob ihr der Krone einen Dienst erweisen könnt. Der Krone einen Dienst erweisen? Es tut mir leid, aber ich habe kein Interesse an diesem Schmierentheater. Ich werde es nicht zulassen, dass ihr es der Krone gegenüber an Respekt mangeln lasst in meinem eigenen Büro. Ich kann gern gehen. Natürlich nur, wenn es euer Majestät beliebt. Ihr seid unverbesserlich, aber ich glaube, es könnte funktionieren. Hier ist mein Vorschlag, Raven. Es hat ein paar freche Piratenüberfälle gegeben. Die Bürger sind verunsichert und der Handel leidet. Das muss aufhören. Ihr würdet inoffiziell für mich arbeiten und eine fürstliche Belohnung für jedes versenkte Piratenschiff erhalten. Ihr habt ja sowas wie eine kleine Armee. Sind eure Lakaien nicht in der Lage, für ein bisschen Ordnung zu sorgen? Warum soll ich das Leben meiner Männer riskieren, wenn ich stattdessen mit euch Vorlieb nehmen kann? Und wenn ich recht informiert bin, treibt ihr sowieso nichts anderes. Ich würde euch lediglich eine Richtung vorgeben. Meine Leute hier brauche ich für andere Dinge und falls ihr bei der Mission draufgeht, kann es mir egal sein. Also, sind wir im Geschäft? Was für ein Arschloch ihr doch seid. Aber Gold kann ich immer gebrauchen. Wir sind im Geschäft. Gut. Es versteht sich, dass ihr nicht offiziell für mich oder die britische Regierung arbeitet. Ich gebe euch Kaperziele vor, ihr erfüllt den Auftrag und kommt wieder zu mir. Ganz einfach. In Ordnung. Hier ist das erste Ziel. Kommt zu mir, sobald das Schiff versenkt wurde. Beste Ware und unschlagbar günstig. Worauf wartet ihr noch? Kommt und seht, was ich zu bieten habe. Reales.
werden wir... Bitte, der Herr. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Also dann, lasst es euch gut gehen. Sieht nützlich aus. Habt ihr ein paar Reales übrig? Geht nicht einfach weiter, Sir. Bitte, nur ein paar Reales. Bitte, ihr habt doch sicher ein paar Münzen übrig. Sicher. Ja. Kein Vergleich zu früher. Mit Augen im Kopf. Das war ein Ding. Da kommt so schnell nichts mehr. Ich hoffe, es geht gut. Ich hoffe, das ist das wert. Einfach weiter, Sir. Bitte, nur ein paar Reales. Habt ihr ein paar Münzen für mich? Bitte, geht nicht einfach vorbei. Bitte, ihr habt doch sicher... Ich kann nicht klagen. Und selbst... Guten Abend, Sir. Eurem Erscheinungsbild nach könnt ihr nur ein Captain sein. So ist es. Mein Name ist Bartholomew Sawford. Im Laufe meines Lebens habe ich viele Kenntnisse über die Medizin und den menschlichen Körper erworben. Doch dann wurde ich durch eine Serie unglücklicher Zufälle arbeitslos. Und was hat das mit mir zu tun? Nun, als ehrenwerter Captain habt ihr sicher Interesse daran, dass eure Männer bei guter Gesundheit bleiben. Ich biete euch meine Dienste an. Das klingt interessant. Was soll mich der Spaß kosten? Ich benötige kein Geld, Sir. Kost und Logis sind mir Lohn genug. Wo ist der Haken dabei? Da gibt es einen ehemaligen Patienten, der mit meiner Behandlung sehr unzufrieden ist. Wegen seiner Drohungen wage ich mich kaum noch auf die Straße. Könntet ihr diese unangenehme Sache aus der Welt schaffen, Sir? Wenn ihr das tut, werde ich mich ohne Zögern eurer Crew anschließen.
Wo finde ich die unangenehme Sache? Wunderbar. In der Nähe der Black Bitch Tavern. Der Mann hat ein Holzbein. Ich freue mich auf eure Rückkehr. Dann werde ich mal... Münzen übrig. Pass doch auf. Vielen Dank. Nur ein paar Münzen für eine Mahlzeit, guter Mann. Seid gegrüßt, mein Herr. Hier gibt es für jeden etwas geboten. Bist du der Patient von Sawford? Diesem durchgeknallten Metzger? Ja, das kann man wohl sagen. Sieh dir nur an, was er mir angetan hat. Er hat mir das Bein abgenommen. Sieht doch nach einer sauberen Arbeit aus. Ach, findest du. Aber wer hackt einem Mann das ganze Bein ab, wenn er nur einen schlimmen Zeh hat? Ja, man hilft jetzt auch nichts mehr. Ich will, dass du aufhörst, sofort zu bedrohen. Und kein Lamento mehr. Ich werde den Kerl ersäufen, egal wie. Du hast mir gar nichts zu sagen. Nein, du lässt Sawford in Ruhe. Oder ich werde dafür sorgen, dass du dein Bein nicht mehr vermisst. Du hältst dich wohl für unbesiegbar. Dass ich nicht lache. Nimm das. Ich hoffe, das ist es wert. Dankbar. Geht nicht einfach weiter, Sir. Bitte, nur ein paar Jahre. Lasst es euch gut gehen. Möge Gott mit euch sein. Nur ein paar Münzen für eine Mahlzeit, guter Mann. Da seid ihr ja wieder. Ist die Sache beigelegt? Er wird keine Schwierigkeiten mehr machen. Ihr habt ihm das ganze Bein abgenommen, nur weil er was am Zeh hatte. Ach, macht euch darüber keine Gedanken. Ihr würdet die Geheimnisse meiner Kunst ohnehin nicht verstehen. Ah, so ist das. Ich freue mich darauf, zur Mannschaft zu gehören, Captain. Geht zum Schiff und sucht euch eine freie Kabine aus. Danke, Sir. Ich bin schon auf dem Weg. Lasst es euch gut gehen. Hallo, guten Tag. Adiales. Also dann. Ihr habt doch sicher was für mich. Möge Gott nicht einfach sein. Das ist wohl wahr. Aber wisst ihr, ich bin selber eine Scheiße.
nicht einfach weiter, Sir. Bitte. Keine vorausgegangene Berufserfahrung. Ich muss mich mal ausholen. Möge Gott mit euch sein. Herrlicher Tag. Guten Tag, Witcher. Captain, was darf sein? Gib mir einen doppelten Rum. Das macht 3 Reales. Ich suche noch einen Offizier für mein Schiff. Was ist das? Also dann, lasst es euch gut gehen. Sollen sich die Weiber dann beschweren? Die Dons haben unsere Männer umgebracht. Ich kann nicht klagen. Selbst gegrüßt. Wie ist es euch in der letzten Zeit ergangen? Ich frag mich, ob sie schon warten. Nur ein paar Münzen. Nur ein paar Reales. Ihr habt doch sicher was für mich. Bitte, der Herr. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Guten Tag auch. Sei froh, Mann. Die Flotte von diesem spanischen Kommandeur. Wer ist er noch? Er hat uns ganz schön auf Trab gehalten. Bitte, der Herr. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Ich habe Hunger, Sir. Habt ihr ein paar Reales übrig? Lasst es euch gut gehen. Siehst du nicht, wo du hinläufst? Wie geht's denn so? Wie ist es euch in der letzten Zeit ergangen? Was mit euch sei? Pass doch auf, du Penner!